Guten Tag, meine Freunde des Po-Universums, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Firewood Egglock. Mein Name ist PomoTutorialTV und heute wollen wir ins Team Rocket Lager aufbrechen. Und deswegen habe ich mir gedacht, beziehungsweise habe ich mich in der letzten Folge hier schon auf Island 5 begeben, nach verzweifelter Suche des Attackenverlerners. Menschenskinder, warum ist der in Fuxtania City? Ja, und dementsprechend sind wir jetzt hier auf Island 5 gelandet. Hab leider keine Limonade dabei für Tentonics. Das sich ja unten oder weiter südlich von dieser Route verbirgt. Ja, entsprechend muss ich jetzt leider mich so durchschlagen. Komm, mach Finale. Rauchwolke. Okay. Ich möchte einfach angreifen. So, mal gucken, wie viel Donnerschlag abzieht. Hoffentlich 50%. Okay. Smogmox K.O. Warum nicht? Level 59 für Miggy. Wow, 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 wow. Was ein Anstieg. Das sollte nicht geschehen. Tja, es sollte auch nicht geschehen, dass ich eure Lager jetzt öffne. Aber Cobra, um die Türe zu öffnen, wird ein... Oh, Schande. Stimmt ja. Ich weiß, wo das nächste Passwort ist, aber das verrate ich euch nicht. Beziehungsweise natürlich verrate ich es euch. Wir werden nämlich dahin aufbrechen. Aber ich habe es total verpeilt. Ich habe es total verpeilt. Stimmt, hier waren ja 50.000 Bären noch gewesen. Dann kämpfen wir hier nochmal gegen den Trainer. Die Vogelbrüder. Gegen die Vogelbrüder kämpfen wir. Die haben alle Vogel-Pokémon. Übrigens sollte ja der Bird-Type wirklich ein Typ werden. Es gibt ja noch Überreste sogar von diesem Typ in der zweiten Generation. Aufgrund von Abwärtskompatibilität. Unglaublich, dass es überhaupt sowas gibt. Aber gut. Jetzt wisst ihr es. Taubsi, Tauboga und Taubos sollten ihren eigenen Typ bekommen. Mann, wie cool wären diese Pokémon doch geworden. Was sie wohl für eine Schwäche gehabt hätten. Wahrscheinlich nur Elektro. Hätten sie gar keine Schwäche vom Typ Eis gehabt. So, Himibeere. Oder sagt mal einfach, was für eine Vermutung ihr hättet, was der Bird-Type für Schwächen gehabt hätte. Vergiss nicht, dass es den Feentyp nicht gab. Also den jetzt bitte nicht berücksichtigen. Nicht sagen, der Feentyp wäre nicht effektiv gewesen. Keine Ahnung. Die haben noch gar nicht mit dem Feentyp gerechnet. Unlicht und Stahl dürft ihr gerne berücksichtigen. Jedenfalls kommt jetzt der Bird-Type Habitak. Habitak. Spektakuläre ist ja eigentlich eher... Das Spektakuläre ist ja eigentlich eher hier Habitak, Ibitak. Nein, Spaß beiseite. Das Spektakuläre ist eigentlich eher da unten die Pokémon, wo kommen werden. Ich glaube, das ist Huthut und Naktu. Deswegen, das ist wesentlich spektakulärer als das hier. Flatter, Flatter. Ja, ich mache auch die Flatter. Tschüss. So. Beeren. Citrobeere. Mordbeere. Trainer. Ja, ich wollte dich ansprechen. So, das Gefieder. Natürlich ist für ihn das Gefieder das Wichtigste. Denn er hat Huthut und, wie gesagt, noch Tu. So, machen wir einmal Donnerschlag. Ja, die Trainer haben es schon in sich, muss man sagen. Also, Level 47, manche Pokémon-Liga-Champion hätte sich gewünscht, so starke Pokémon zu haben. Beziehungsweise manche Top 4. Man kennt ja durchaus die Top 4 in Johto. Also mitunter einer der schwächsten überhaupt, also wo Johto war. Ich meine, im Rematch in Hard Gold zu Silver sind sie natürlich stärker, aber dennoch, das ist schon schwach. Es ist wirklich schwach. So. Dustin setzt Surfer ein. Los! Dü, dü, dü. Dü, dü. So, das ist natürlich der Metallmantel. So, aber um die Sache ein wenig abzukürzen, fliegen wir jetzt einmal wieder zurück. Ist wesentlich praktischer, als jetzt wieder den Weg zurück zu surfen. So, dann sind wir auch direkt vor dem Pokémon Center. Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge... Stimmt, ich hatte in der letzten Folge, glaube ich, noch ein paar...
Pokémon, die ich gefangen hatte. Dann werde ich das jetzt mal tun und die, ja, entsprechend benennen. Oh, come on. Wieso muss sowas immer passieren, wenn ich mal irgendwas vergesse zu öffnen? Schlimm genug, dass überhaupt sowas sein muss, Menschenskinder. So. Jetzt möchte ich gerne wissen, was in den Eiern drin ist. Wir haben nämlich noch ein paar Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum habe ich zweimal Quiekel? Ach so, weil ein Quiekel geschlüpft ist. Was? Ich habe tatsächlich nur ein Pokémon gefangen? Ach so, stimmt. Ich habe ja die ganze Zeit Schutz da drüben eingesetzt. Aber so allmählich... Also allmählich dürften wirklich meine Eier echt so aufgebraucht sein. Unglaublich, wie viele Eier schon weg sind. So, nehmen wir dieses Ei hier. Und das wird Nino sein. Es wird Nino sein. Und gucken wir mal, was Nino so Tolles ist. Ich hoffe, es geht ja schnell. Nino, was auch immer du bist, schlüpf bitte schnell. Auf einmal ist es so ein Barschwar. Das würde ich natürlich feiern irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Sonnenkern und Carpador hatten wir ja schon. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Komm schon. Komm schon. Oh Mann. Jetzt hopp. Geht doch. Ja, es ist... Cool. Es ist ein Snubbull. Yay, sehr gerne. Wir nennen es Leuchte. Eigentlich hätte ich mein Dingsleuchte nennen können. Lampi, oder? Ich habe doch einen Lampi gehabt, oder irre ich mich jetzt? So, guck mal gerade Lampi nach, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Also ich meine, ich habe doch Lampi. Und das heißt Tiki. Komisch, ich hätte Lampi wirklich Leuchte nennen sollen. Egal. So, jetzt haben wir Snubbull. Eigentlich wollte ich doch das Pokémon, warte mal, eigentlich wollte ich doch hier... wartet mal, dann muss ich doch Party ablegen. Party, du musst einmal kurz auf die Box, denn wir bekommen ein Ei. Und das Lustige daran ist ja eigentlich, wir sind in der Egglock und müssen das Ei gegen ein Ei austauschen. Das ist so paradox, aber wir nehmen natürlich den Encounter mit. Setzen aber vorher Topschutz ein, weil wir müssen noch durch den Wasserirrgarten. Ich meine einmal was oben und dann einmal hier so unten. Oh, hier war auch irgendwo noch ein Item. Egal. Einmal habe ich tatsächlich das Ei von ihm nicht bekommen. Das war aber auch nicht so cool gewesen. Es ist die perfekte Umgebung, Pokémon zu trainieren. Übrigens die einzige Trainerin, die hier im Wasserirrgarten ist. Es gibt sonst keine Trainerin hier. Und nicht vergessen, Elektro-Pokémon können in der dritten Generation paralysiert werden. Das trifft auch für Migi zu. Trifft aber nicht ein. Sehr schön. Können wir weitermachen. Und Feentypen gab es auch keine. Deswegen ist Pipi-Typ normal. Schöne Sache. Pipi hat aber eine doch gute Verteidigungsbase, soweit ich mich erinnere. Verteidigungsbase? Oder Spezialverteidigungsbase? Ich weiß es nicht mehr. Irgendein Verteidigungswert war gut gewesen. Da merkt man schon, nicht mehr so viel Competitive in letzter Zeit gespielt. Aber gut, irgendwann kommt es sicherlich wieder. Geht ja meist schneller, als man denkt. Deine Pokémon sind bewundernswert trainiert. Vielen Dank. Vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt muss ich aber trotzdem wegsurfen. Auch wenn du ein wirklich liebes Wesen zu mir warst. Wir surfen, meine Damen und Herren, in Richtung Ferienparadies. So, wer noch keinen Urlaub gemacht hat, der kann das jetzt nachholen. So. Übrigens sind die Eischritte niedrig, deswegen schlüpft das Ei auch so schnell. Es ist natürlich Togepi.
So, dem geben wir keinen großen Namen, weil wir natürlich das Ei austauschen müssen gegen ein anderes Ei, was wir dann auch ausbrüten. Übrigens haben Künstler bzw. Maler in Feuerrot, Blattgrün immer ein Farbigel Level 50. Egal wo du bist. Und jedes kann andere Attacken. Man weiß also nie, was dich mit Farbigel erwartet. Übrigens hat tatsächlich einer auch eins mit Zielschuss und Geofissur. Falls ihr unbedingt einen Pokémon unter Level 50 einsetzen wollt, viel Spaß. Und eins hat sie, es gibt glaube ich eins, das hat nur Prioritätsattacken. Von daher, schon eine lustige Geschichte. Ah ja, guck mal an, Lady. Lady bringt ganz viel Geld. Nehme ich dankend an. So, Mama, einmal Donnerschlag. Pflanzeflug, auch ein undankbarer Typ für Hauptspross, aber was willst du denn machen, ne? Es ist ja, hat es gerade 5 KP dazu bekommen? Oh mein Gott, es hat wirklich 5 KP dazu. Was ein sensationeller Anstieg. Menschenskinder hier, Ampharos rockt die Bühne. Hubeluff Level 50, nicht schlecht, Herr Specht. So, reicht das? Tatsächlich, das reicht auch noch. Papunga hat es aber leider nicht. Es gibt 10.000 Poké-Dollar. Ihr habt richtig gehört. 10.000. 10k. Sagt man auch so schön. Ich habe ja mittlerweile fast 28k Abonnenten. Fast, ja. Ich hatte mal eine Zeit lang 28.000. Und dann sind sie alle weggegangen. Tja. Das kommt davon, wenn man ein Programm macht, das den Zuschauern mal ausnahmsweise nicht gefällt. Kann ja auch mal passieren. Und ja, so kann es auch mal passieren, dass ich Abonnenten verliere. Letzten Endes habe ich ja auch nicht nur jeden Tag Abonnenten dazu bekommen, auch in den Zeiten, wo ich, warte mal, machen wir das einmal so. Ich habe ja auch nicht immer Abonnenten dazu bekommen, wo dann, was weiß ich, in den Statistiken stand, 30 Abonnenten gewonnen. Sondern ich habe auch durchaus welche verloren, so ist es nicht. Und über die Zeit ist es natürlich einiges. Aber gut, Interessen ändern sich durchaus auch. Also ich kann verstehen, wenn irgendjemand sagt, mit 20, nö, Pokémon interessiert mich nicht mehr, ich möchte Pokémon nicht mehr spielen. Gut, das ist natürlich die freie Entscheidung eines jeden Menschen. Mich interessiert Pokémon noch, wie am ersten Tage. Es ist deine einsame Liebe, aber ich weiß, dass es meine Liebe ist. Ach, ich weiß. Kitschig und so. Fast wie die Attacke Anziehung. Und nein, ich habe sie nicht von einem Frigometri oder von einem Mew einsetzen lassen. Weil dann hat sie nämlich keine Wirkung. Übrigens die beiden einzigen Pokémon, die das können. Aber lustig, Frigometri kann es eigentlich nur deswegen, weil es halt an eine Schneeflocke erinnert und Nintendo sich halt so gedacht hat, ja, es muss Anziehung können, weil jeder Schneeflocken anziehend findet. Also theoretisch müsste es irgendwas anziehen, aber leider nicht die Pokémon. Okay, Vati, hau raus. Setz halt Donner ein. Oh, come on. Dein Ernst, so Mama Eisstrahl Top-Genesung. Okay. Freeze. Asiatisch richtig an Vati. Schade. Ich hätte es genossen. Menschenskinder. Tatsächlich kommt nochmal Donner. Es ist paralysiert und kann nicht angreifen. Okay, Mama Gigasauger. Ich werde nicht langsamer, als ich eh schon bin. Menschenskinder. Du bist doch eh schon schneller. Oh, Manometer. Greif doch an. Ja, genau, mach Baumwollsaat. Mach immer brav Baumwollsaat. So, kann ich jetzt angreifen? Danke. Menschenskinder. Was eine komplexe Situation war, die hier zu besiegen. So, gibt ein paar KP zurück. Wir werden natürlich die Paralyse beheben. Gibt 9.800 Poké-Dollar. Also, die bringen hier echt Cash, die Leute. So, haben wir denn irgendwie Hyperheiler? Ja, haben wir. Wunderbar. Asiatisch erholte sich. So lese ich das doch gerne. So, und jetzt läuft der Typ mir weg. Bleib stehen. So. Ich bin wirklich schnell. Sehe ich.
sich. Trudilo. Meine Fresse, hat der einen Namen. So würde ich nie mit Nachnamen heißen wollen. So, dann machen wir einmal Muggelhieb. Weil ich will ja Gigasauger einsetzen. Und ohne Muggelhieb würde das definitiv nicht reichen bei Radikal. Deswegen machen wir es so. Zack. Perfekt. Radikal K.O. KP zurück. Asiatisch auch auf dem besten Weg zu Level 60. Aber erstmal kommt Level 58. Und ein Eisstrahl auf Tauboga. Der ist auch effektiv. Sehr effektiv, um genau zu sein. Level 58. Schöner Anstieg. Die Puma haben schöne Anstiege jetzt. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ich war zu schnell. Tja. Dann rennen wir wieder weiter. Schutz wirkt nicht mehr. Oh. Stimmt, das war noch eine Künstlerin, ne? Mit diesen Händen werde ich den Sieg herbeiführen. Dam, 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 dam. So, noch eine Künstlerin. Margarete. Auch ein sehr undankbarer Name. Falls ihr Margarete heißt, es tut mir wirklich leid. Es gibt ja so einige Namen, wo selbst die Leute sagen, die so heißen, wie konnten meine Eltern mich nur nennen? Also ich kenne da durchaus einige Leute, die das selbst von sich sagen. Und dann gibt es andere Namen, wie meinen, die relativ neutral sind, aber auch andere, wo du glücklich bist, den Namen zu haben. Jetzt frage ich mich natürlich, warum... Ach so, ha, da war ja die Nebenstory. Moment. Warum da niemand im Haus? Ist klar, ist da niemand im Haus. Aber das macht nichts. Wir setzen erstmal Surfer ein. Oh Mann, ich kann eigentlich voll viele Pokémon noch fangen, aber ich mach's einfach nicht mehr, weil ich habe eigentlich genug. Also falls ich mal in die unglimpfliche Situation kommen sollte, mir noch Pokémon fangen zu dürfen, werde ich das nachholen. Aber im Moment verzichte ich da eher drauf und setze lieber Schutz ein. Weil sofern ich keinem Pokémon hier auf der Route begegne, darf ich auch im Nachhinein noch ein Pokémon fangen. Deswegen geht das vollkommen klar. So. Ja, bei Tentara würde ich halt schon gerne wechseln. Tentara ist halt wegen der blöden Kloakensoße nicht so wirklich toll. Nochmal Psychokinese. Ich frage mich echt gerade, wann lernt Tentara Kreideschrei? Schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, Tentara lernt Kreideschrei relativ spät. Ich bin mir sicher über Level 30. Schreibt es aber mal in die Kommentare rein. Das war so. Das war so gerade so ein Moment so. Moment mal, das Pomo kann den Move? Selbst bei Tentoxa irritiert es mich wirklich. Okay. Gut. Kann halt Kreideschrei. Keine Chance übrigens hier an der Stelle für den Tentoxa. Du machst Witze. Nein, ich mache keine Witze. Aber mittlerweile, man muss sagen, es ist echt ungewohnt, so im Wasser zu sein. Hier in dem Pokémon-Spiel. Und keine Wingull zu sehen und keine Pelipper. Es ist echt ungewohnt, finde ich persönlich. Aber ich kann euch definitiv sagen, Hauptspross ist eine Plage auf dem Eiland. Ich weiß, es gibt sau viele Hauptspross hier auf Eiland 5. Könnte ich eigentlich mal im Pokédex voll nachgucken. Weil ich meine, das war eins so der Pokémon, wo du hier überall fangen kannst. Ja. Wolfgang und seine Gesteins-Pokémon. Teil 1. Im zweiten Teil gibt es nicht. Aber man kann ja auch schlechte Filme produzieren, wo es nur einen ersten Teil gibt. Wart ihr schon mal im schlechten Kinofilm? Mit Sicherheit. Schreibt einfach mal den schlechten Kinofilm, in dem ihr wart, in die Kommentare hinein und berichtet mir, was ihr an diesem Film so schlecht fandet und ob ihr vielleicht sogar aus dem Film rausgegangen seid, bevor der Film geendet hat. Das würde mich auch mal interessieren. Gibt ja so kuriose Geschichten aus dem Kino. So, Kreisch, Gnade, jo. Do it. So, übrigens, wir wollten nach Hauptspross gucken. Ich meine, es ist so ungefähr die 180 rum.
Nee, das war Vati. 187. So. Info. Und ihr seht, Island 5 ist befallen von diesem Pokémon. Rubeluff gibt's nicht. Aber Hopsprossh überall auf Island 5. Schon interessant, dass es so lokale Inseln gibt, wo ja, halt es so verschiedene Pokémon gibt. Jetzt fragst du dich natürlich der eine oder andere, allen Ernstes, du kennst noch dieses Rätsel auswendig. Ja. Ja, ich kenne es. Ich weiß, ich schäme mich auch etwas dafür, aber ich kenne es halt. Und deswegen, ich brauche nicht im Internet auf PokéWiki nachschauen, um dir zu sagen, ob ich hoch, runter, rechts, links gehen muss. Ich wüsste sogar theoretisch, wo die Items liegen würden. Aber das will ich jetzt nicht machen. Das würde zu viel Zeit wegnehmen. Sag mal, ich skippe irgendwie so unbewusst bisschen irgendwie. Aber gut. Gibt ja nicht mehr so viel jetzt. Wenn man überlegt, jetzt noch den Island 5. Mit Island 5 bin ich auch schon mal durch. Island 6 wird dann schon wieder ein bisschen länger. Dann im Prinzip die Zerschlagung von Team Rocket. Also die endgültige Zerschlagung. Die brechen ja dann danach nach Johto auf. Und ja, dann eigentlich noch Island 7, so die Tanibu-Ruinen öffnen und dann war es das eigentlich auch schon. Also so viele Folgen von Feuerrot, die wird es nicht mehr geben. Warum zum Teufel bin ich jetzt wirklich falsch gelaufen? Ach so, es war zweimal runter. Jetzt rechts, dann hoch. Moment mal. Echt? Ich habe gedacht, ich kenne den Weg auswendig. So. Aber scheinbar habe ich doch ein paar Lücken drin. So, rüber. Dann dort wieder zurück. So, jetzt hoch, ne? Nee, immer noch eine runter. Ach, Mann. Hoch, runter. Runter, rechts, links, runter. Rechts, hoch. Ja, geht doch, ne? Geht voll klar. Aber ein bisschen musste ich gerade nachdenken. Was hast du mit mir vor? Ja, Lady Kea. Mit ihrem Snowbillycat. Aber in aller Ehre, Lady Kea, du hast mit deinem Snowbillycat keine Chance. Kaskade kommt. Jetzt fehlen tatsächlich die paar KP von... Ja, okay. Gut, dann mache ich jetzt einfach Giga-Sauger. Es fehlen wirklich die paar KP von Mugelhieb. Aber ich wollte Mugelhieb nicht einsetzen, nur den Konzentrator. Egal. Egal. Machen wir einfach Giga-Sauger. Das zieht ja fast genauso viel ab wie Kaskade. Hilfe. Okay. Aber Kaskade ist eine 80-Attacke. Die haben doch beide Step. War das echt so wenig Unterschied aus? Krass, hätte ich nicht gedacht. Über die Anstiege lässt sich echt nicht beschweren. Im Moment. So, sie hat noch ein Snibliket. Sag mal, das müsste doch jetzt aber reichen, oder? Komm, plus 3. Ha! Seht ihr? Jetzt klappt's. Ich hatte Angst, du wolltest mir wehtun. Nein. Übrigens liegt da oben ein Item. Ich finde das sehr bitter, dass sie sagt so, komm, wir gehen jetzt wieder raus. Und da oben liegt eine TM, soweit ich weiß. Danke, du darfst jetzt gehen. Rich people are bitches. So ein bisschen. Hallo. Ich möchte ein Pokémon sehen. Ein Bitz. Oh, come on. Fängt es voll mit Pikachu an. Hei, Leute. So. So, der Schutz wirkt wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ich bin doch eigentlich doof. Ich hätte auch... Egal. Ich hätte auch wieder zurückfliegen können. Aber nein, ich muss natürlich Surfer einsetzen. Okay. Ist egal. So, Island 5 kommt man natürlich jetzt nicht weiter. Also müssen wir zu Island 6. Feine Sache, ne? So.
angekommen auf Island 6. Ich weiß gar nicht, warum Blau nicht kommt. Doch, tatsächlich, da kommt Blau. Es scheint unmöglich zu sein, alle Pokémon zu finden, wenn man sich nur hier aufhält. Vielleicht gibt es irgendwo Pokémon, die wir nichts wissen. Wow. Nun, wenn ich das nicht erledigen kann, musst du das übernehmen, okay? Tja. Das für mich macht hier keinen Sinn. Ich gehe nach Hause. Also er hat indirekt aufgegeben. Aber gut, wir sind ja Champ. Von daher darf er auch ruhig aufgeben. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. So. Wasserweg. Ich trainiere heimlich, damit mich hier niemand sieht, lieber Jongleur. So, Volteball wird eingesetzt von ihm. So wie sich das von Jongleur gehört, hat er natürlich viele Ball-Pokémon. Er sollte aber nicht zu lange mit Volteball jonglieren. Vielleicht explodiert noch eins seiner geliebten Ball-Pokémon in seiner Hand. Ja, die Sprengkraft wäre wahrscheinlich fatal für ihn. Aber meistens, wie im Anime, ist ja dann der Körper nur so angekohlt. Aber passiert ist ja dann nichts. Aber liebe Leute, nicht nachmachen mit einem Böller, ja? Eindringliche Warnung. Immer den Böller fortwerfen. Ich hatte einen Kumpel gehabt, der hätte damit beinahe seinen Finger verloren. Seinen Zeigefinger. Also mach den Scheiß nicht. Werf die Teile fort. Teile sind eh gefährlich. So viel zu dem Thema, meine Damen und Herren. Elektroball ist besiegt. Ja. So viel zu dem Thema. Dann kommen wir zu Pantymos übrigens. Machen wir jetzt mal Gigasauger, um ein paar KP wieder zurückzubekommen. Joa. Anständig. Gucken wir mal, wie viel Psychokinese abzieht. Ein bisschen mehr als das, was ich aufgefüllt habe. Nicht schlimm. Wir kriegen ja immer noch KP zurück. Niemand hat gesehen, wie ich verloren habe, oder? Nö, nö, nö. So. Oh, genau vorm Gras, oder was? Ich will halt die Schutz verbrauchen. So, hier ist natürlich noch ein Item. So. Hier ist auch nochmal eine Beere. So, und da unten ist, glaube ich, so, ich glaube, da ist so, entweder ist ein AP plus da oder eine TM. Ich komme mir gerade echt blöd vor. Drachenhaut? Ajo, tatsächlich, da unten war immer die Drachenhaut gewesen. Aber so richtig mega unauffällig. Aber gut, ist ja für so ein seltenes Item auch ganz gut. Sag mir, wo Berge in der Gegend sind und prompt kommt ein bergiger Untergrund. Könnte sich auch einfach umsehen. Vielleicht würde er ja dann Berge sehen. So, wir füllen ein paar KP auf. Ich denke, es ist ja ein guter Zeitpunkt. Ja. Krieg KP, wie noch was abgezogen. So, Mashok. Mashok ist sehr langsam. Deswegen einmal Kaskade, bitte. Schreck zurück. Ah, der Überwurf kommt. Aber wir sind noch nicht sehr geschwächt. Und asiatisch auch auf dem besten Weg zu Level 60. Was sind alle beiden Pokémon Level 60? Beeindruckend. So, mir fällt aber gerade ein, wir werden... Kannst du nicht Zerschneider? Warum kannst du nicht Zerschneider? Sag mal, kann hier kein Pokémon irgendwie Zerschneider lernen? Ich brauche eh den Zerschneider. Togepi kann bestimmt Zerschneider lernen. Komm, du kannst Zerschneider lernen. Stimmt, Togepi kann immer Zerschneider lernen. Nee, Togepi kann kein Zerschneider. Oh Mann! Jetzt muss ich tatsächlich wieder ins Pokémon Center zurück. So, aber, meine Damen und Herren, das war's hier erstmal mit dem Part. Liken und Hypen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wir werden in der nächsten Folge da unten weitergehen. Und natürlich selbstverständlich dann die jeweiligen Geheimnisse
von Island 6 erkunden. Entsprechend, meine Damen und Herren, liken, hypen nicht vergessen. Abonnieren ist besser als halb studieren, meine lieben Freunde des Pokémon-Universums. Und in dem Sinne sage ich bis denne, Servus und Ciao.